200 Zuschauer weniger. Die sollen besser gehen. Denn sie wissen nicht, was sie verpassen. Und das ist der letzte Charakter, den ich freigeschaltet habe. Der letzte Charakter in diesem Spiel, der mir noch fehlt. Assistente Jacob Zeit. Anima Sola. Yo! Okay. Macht er mir... Macht er mir Schaden? Fuck! Warum habe ich jetzt schon keine Leben mehr? Er macht mir keinen Schaden. Okay, und er greift jetzt ein paar Gegner manchmal an. Wild. Und er blockt auch Projektile. Leute geben viele lachende Emotes von sich. Das ist üblicherweise ein schlechtes Zeichen. Oh oh. Oh, okay. Warum? Was? Hä? Er macht Schaden, würdet ihr also sagen. Ihr würdet sagen, er macht Schaden. Ich vermute nur seinen Körper, wenn er rammt, macht Schaden, aber sein Feuer nicht. Und ich könnte ihn einfach nicht rufen und hätte dann den basicsten Basic Character im gesamten Spiel. Kann das sein? Und wenn er mich berührt, macht er mich dann zu The Lost. Zuerst, wir sollten das herausfinden. Über mich. Okay, ja, er macht mich dann. Aber ich bin nicht The Lost mit Holy Mantle. Ich bin einfach nur Shit The Lost. Oh Schreck, jetzt bin ich in den Gegner gelaufen. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Anima Sola kann ihn... Oh, er kommt früher oder später irgendwann. Okay, verstehe. Ich wollte das Cursed Eye loswerden, ich bin ehrlich. Ich wollte das Cursed Eye loswerden. Und da ist er ja schon. Hallo, mein Freund. Oh, das ist super cool. Wie lange ist er damit gefesselt? Nicht zu lange. Ich sehe auf jeden Fall die Problematik mit diesem Charakter. Er ist im Großen und Ganzen wie Tainted Forgotten freischalten. Der Run. Man bleibt einfach immer schön in Bewegung. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Und auch wenn einen erwischt, dann, ich meine, vielleicht will man sogar. Könnte ich? Ich kann ihn bestimmt ausnutzen, um mir ein paar günstige Devil Deals zu sichern, oder? Er hat Vorteil, du kannst Devil Deals kostenlos mitnehmen. Genau das wollte ich gerade fragen. Oh, das ist interessant. Ich bin gespannt, wie ein tatsächlicher Run mit dem Charakter, soweit er laufen wird. Au.
Der Gegner war so ein bisschen nervig. Muss ich leider gestehen. Es wird auf jeden Fall kritisch, wenn ich beim Gegner bin, wo ich ein bisschen, wo es ein bisschen schwer für mich ist, mich zu positionieren. Hallo. Hallo. Mein Freund, der Quadshot. Greift er nicht an, wenn man stehen bleibt? Kann ich nicht bestätigen. Kann ich soweit nicht bestätigen. Vielleicht lag es auch daran, weil ich geschossen habe. Oder vielleicht lag es daran, weil ich geschissen habe. Wüsste ich, wie mir gerade die Düse ging. Das würdet ihr nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung, wo Secret Room ist. Hauen wir ab. So, und jetzt habe ich auch noch ein bisschen Zeit, bis er auftaucht. Ich denke, ich sollte das Trinket direkt mitnehmen. Ah, ich denke, ich weiß, wo dieser Run uns hinführen wird. Kann ich jetzt fliegen? Nein. Nein, er fällt auch nur normal. Ach, der ist so langweilig. Er ist so langweilig. Oh nein. Nein! Der olle Iso ist wieder da. Lass mich in Ruhe, oller Iso. Warum ist Iso sauer? Es liegt daran, weil, Leute, weil, ich meine, mein Spiel tainted Jacob und nicht tainted Iso. Wie wirst du dich fühlen? Weil wenn du ein Charakter bist, der ein Duo ist und dann kommt eine Tainted-Variante, das Einzige, was übrig bleibt, ist ja einer von beiden. Kommst du ja auch ein bisschen verarscht vor. Ach, komm schon. Kein Secret Room. Ich sag's, wie es ist, selber schuld. Ich denke auch, dass er der langweiligere von beiden ist. Aber er bekommt wieder einen Heulanfall, wenn man ihm das erzählt. Ich glaube, das Festketten mache ich noch weniger, als einfach so machen zu lassen. Denn nach dem Festketten düst er irgendwann los und es gefällt mir nicht, wenn er erstmal im Sauseschritt düst. Naja, bring dich mal die Liebe mit. Auf seinem Himmelsritt. Schub da Schwub. Das ist ein Item, mit dem ich was anfangen kann. Speed up, damit komme ich schneller von meinem nervigen Bruder weg. Der ist so nervig. So nervig. Ja, ich glaube, ich mag die Tatsache, dass man zu The Lost wird, nicht sonderlich.
Ach Gott, es geht schon los. Es geht schon los. Oh Gott. Nein, ich glaube, der Charakter ist nervig. Ich glaube, er ist nervig. Ich glaube, er ist sehr, sehr nervig. Oh Gott. Ja, ich glaube, langsam wird mir bewusst, dass ich wirklich keine Lust habe, mit ihm irgendwas zu machen. Ich muss irgendwie... Oh, ich muss so vielen Gegnern ausweichen, wenn er da ist. Was macht das Acid Baby eigentlich? Ich glaube, es müsste irgendwann eine Pille droppen. Okay, ich hab mich eingespielt. Also versuchen wir es nochmal. Ich hatte einen Tag Zeit, um drüber nachzudenken, wie ich zu diesem Charakter stehe. Die Antwort ist, ich mag ihn immer noch nicht. Aber vielleicht bin ich diesmal mental vorbereitet. Ich sollte nicht mehr ganz so gekrümmt sein. Wie beim letzten Mal. Das ist ganz nett. Oh nein. Er ist da! Und so sollte man den zu seinem Vorteil ausnutzen, wie ich verstanden habe. So und nicht anders. Montezumas Revenge. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dieses Item tatsächlich finde. Da oben. Ganz vorsichtig bleiben. Na, fuck. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich wusste nicht ganz, was ich machen soll. Nein! Nein! Es ist schwer, das Spacing vernünftig einzuschätzen. Muss ich sagen. Komm zu mir, Skathard. Okay, das ist fucking dämlich. Sag mal, oh, ich hab volle Herzen. Oh, okay. Gehen wir weiter. Du meinst Sacred Heart? Immer unter Umständen. Wer ist Montezuma? Um das mal eben in den Raum zu werfen. Oh, fuck. Ich meine, wir haben Montezumas Revenge, aber wer ist der Typ, um den es hier geht? Montana Black? Oh ja, ich sehe auf jeden Fall gewisse Parallelen. Ich könnte schwören, ich habe einige Clips gesehen, wo er auch sehr viel von sich gegeben hat. Der Herrscher der Azteken. War wohl Laktosi, nehme ich an. Oh oh. Oh fuck. Okay, das ist wieder einer dieser Räume, wo ich nicht ganz weiß, wo ich mit diesem Charakter absolut überfordert bin. Aufstieg und Fall von Montezuma. Ich weiß nicht, er ist bekannt dafür, sich zu rächen, wenn ihm was nicht passt. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, was halt ihr von dem angeketteten Gameplay gerade? Fuck!
Oh, es ist so viel auf einmal zu... Oh, es ist schwer. Es ist schwer. Was ist das? Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Oh. Es ist schwer, so viele Informationen gleichzeitig Kopf haben zu müssen. Es ist nicht nur, dass man sich merkt, wo er rauskommt, sondern wo er ungefähr hinfliegen wird. Nicht mein Anime-Sola. Tears up. Gesegneter Run, wir haben eine Tears up-Pille. Wir haben eine Tears up-Pille. Ich wiederhole. Wir haben eine Tears up-Pille. Tears down! Tears down! Alles wieder weg. Was hältst du davon? Zuckerpflaume. Supper ist ganz nett. Das ist ein super Item. Ist das ständig Mother, die er mir hinterherfliegt? Quasi. Man kann die Fähigkeit nur zu seinem Vorteil ausnutzen, wenn man ihn ankettet. Was manchmal was bringt und einen manchmal umbringt. So oder so, ist es nicht der Bringer, würde ich sagen. Was passiert, wenn der kleine Mann dich trifft? Dann werde ich zu The Lost. Und zwar The Lost ohne Holy Mantle. Oder ist nicht so schön. Yeah, was für ein Treffer. So, ich glaube, der Secret Room... Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Secret Room ist. Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Ich weiß, wo er sein... oder? Wir werden darauf pokern. Und zwar darauf, dass er hier ist. Oh. Das war ein super Flooper. Ich weiß, wir gehen hier auch noch rein. Schon wieder ein super Flooper. 5 Bomben nehmen wir mit. Ich habe nämlich noch eine Heilung im Bossraum. Ah ja, hier ist Kompost und Bracelet. Wir nehmen mal den Schlüssel mit. Das ist doch schon mal soweit eine solide Vorbereitung, oder? Was würdet ihr sagen? Besseres Tente Jacob Gameplay, als ich bisher jemals an den Tag gelegt habe. Bracelet ist ganz okay. Also ich denke, das ist, wir stretchen hier sehr stark die Definition von ganz okay. Hallo, mein Freund. Siehst gut aus. Ziemlich, feurig. Also ich bin schon mal sehr froh, dass ich die, Dingens Fly hab. Das heißt, damit können wir direkt mal ein paar Projektile abwehren. Oh, das war fucking dämlich. Oh nein. Ich möchte noch Probleme einzuschätzen, wo ich ihn gerade am besten hinschicke. Und manchmal will er schlicht und greift nicht dahin, wo ich ihn hinschicken will. Oh, das war ein Treffer. Ja, was haltet ihr davon? Das war knapp.
Alles okay. Wir leben. Und da geht meine Deal-Chance dahin. Alles okay. Ich wollte nämlich auch gar keinen Deal, also was auch immer. Ich spiele immer mit Tastatur das Spiel. Ich habe mir nie angewöhnt, mit Controller zu spielen, deswegen ist das für mich ein sehr dubioses Konzept. Oh oh. Okay. Also mit dem Uncapten kann man auf jeden Fall einiges anfangen mit seinem Rammen. Das Soul Heart werde ich mir aufheben. Das hebe ich mir auf für schlechte Zeiten. Will ich Duct Tape? Will ich Duct Tape mit der Robofly? Wir schauen es uns mal an. Oh oh. Das war fucking knapp. Schwarzes Herz. Mit Tastatur ist eh besser, kann man schneller die Richtung wechseln. Nein, kommt drauf an, du kannst auch mit Steuerkreuz spielen oder so. Oh oh. Ein super Flooper. Erneut. Kein Deal für mich. Erneut. Ah, dafür habe ich das schlechte Damage abbekommen. Schade, dass Sci-Fly genervt wurde. Ich meine, es ist kaum bemerkbar, wie Sci-Fly genervt wurde. Das muss man, wenn man sie hat, hin und wieder noch ein bisschen so tun, als würde man ausweichen. Ich glaube, das werde ich direkt auf dieser Ebene einsetzen, ehrlich gesagt. Lass mich da mal nicht lügen. Oh, zwei Schlüssel. Ey, ich will nämlich meinen Devil Deal haben. Ist der Secret Room hier unten? Yes. 3 Cent? Wahnsinn. Oh, ich war gar nicht im Shop. Lass mich da mal eben reinschauen. Wohin soll der Run gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts geschafft mit dem Charakter. Okay, los geht's. 3 wahnsinnige Cent. Und dafür habe ich nur eine Bombe geopfert. Ich fühle mich aktuell, ehrlich gesagt, schon fast ein bisschen schwach, wenn ich alleine unterwegs bin. In diesem Run. Wo ist mein Bruder? Bruderherz, wo bist du? Ich brauche dich. Sie weiß, mir gefällt die Location der Robofly sehr gut. Bruderherz. Bruderherz, sie haben mich getroffen. Kleiner als 3 ist, kleiner als 3 ist natürlich, wie wir alle wissen, eine gute Heilung. Dementsprechend, das war übrigens fucking knapp gerade, dementsprechend wollen wir das noch ein bisschen später aufheben. Das ist eine vollständige Heilung, sollte ich dazu sagen. Vielleicht haben wir noch irgendwo eine Bloodbank oder sowas. Ja, das waren die nervigen Gegner, die ich losgeworden bin. Oh, jetzt ist der Run ins Rollen gekommen. Ich meine, ich kann immer noch mit in Sekundenschnelle ruinieren, aber prinzipiell sind wir ein bisschen im Spiel. Oder ein Sacrifice Room. Oh ja, yeah, das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, vielleicht soll ich das Soul Heart auch mal liegen lassen für die Möglichkeit, dass wir ein Sacrifice Room bekommen. Sharp Key. Sharp Plug. Smelter?
Smelter ist natürlich immer ganz angenehm, würde ich sagen. Jetzt muss man sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das Untapen von der Robofly wirklich eine gute Sache ist, aber... Ja, das ist ein Trinket-Smelter. Der ist gut. Wenn wir erstmal genug Trinkets angesammelt haben, sind wir im Spiel. Oh-oh. Oh, okay. Nein, das war nicht okay. Devil Deal! Danke für das Twisted Pair, mein Freund. Oh, jetzt ist der Sacrifice Room eher ein bisschen schwierig geworden. Ich denke, mit Twisted Pair können wir ein bisschen was anfangen. Oh nein, musst du nicht kleiner als 3 holen? Alles gut, alles gut. Wir können uns ohne zu viele Probleme noch durch die Ebene bewegen. Habe ich recht? Ich sollte sie aber nicht weiter erkunden. Ich glaube, in dem Punkt fordere ich mein Glück doch schon sehr heraus. Ja, ja, geh mir das HP abholen und dann hau ich ab. Bitte werde nicht zu mutig. Yeah. Versuch's. Ich werde versuchen, es zu versuchen. Willst du den Run beenden oder dich selbst umbringen? Warum nicht beides? Ich sag's euch, die Robofly. Die Robofly ist einfach wirklich gut. Mein Popularitätspunkt ist natürlich, oh, sie ist keine Sci-Fly, aber sie ist halt auch wirklich nicht so viel schlechter. Muss man ganz klar sagen. Autsch. Oh, fuck! Ich habe so viel Schaden genommen. Das war gut. Den habe ich sehr gezeigt. Oh mein Gott, ich verliere einfach alle meine Soul Hearts. Eine Goldpille, die brauche ich nicht. Ich habe den Smelt You Later Dingens. Oh, warte mal. Yeah! Dynamit-Bomber-Move. Mama Mega kann man nicht voiden. Fuck! Ich wusste nicht, was ich machen soll. Oh Gott, der Run ist tot. Ich glaube, der Run ist tot. Beste Raum für Tainted Jacob. Ist auf jeden Fall Top 5 Material, würde ich sagen. Ich sehe schon, je weiter ich im Run voranschreite, desto schwerer fällt es mir noch wirklich Esau effektiv im Kampf einzusetzen.
Gott. Ich war schon im Goldraum, oder? Ich muss aufhören, immer hinter den Gegner zu gehen. Ach, komm schon. Das war nicht so viel Schaden, wie ich erhofft hatte. Oh mein fucking Gott! So viel los auf einmal. Es war so viel los. Also, wir versuchen noch... Das könnte hilfreich sein. Das könnte sogar sehr hilfreich sein. Das muss mit Soul Hearts aufgeladen werden, oder? Falsche Richtung. Oh mein Gott. Es ist direkt, oh Gott, direkt eingesetzt. Ja, ich glaube, ich verliere gerade schon wieder die Nerven für Tainted Jacob. Muss ich ehrlich gestehen. Es hat gut angefangen, aber jetzt bin ich wieder genervt. Jetzt fange ich schon wieder an, genervt zu sein von diesem Charakter. Ist länger durchgehalten mit ihm zu spielen als ich, ja. Yeah. Oh, das wäre ein guter Run gewesen vorhin, aber wie auch immer. Gott. Vor dem Run ist nach dem Run. Hey, du hast einen getroffen. Dankeschön. Fünfer? Ich würde gern zu den Bossen gehen, ehrlich gesagt. Das fände ich ganz angenehm. Fuck! Sprinte irgendwo hin, ist mir egal. Eh keine richtige Position dafür. Oh Gott. Das ist kein guter Raum. Okay. Puh, versuchen wir die Bosse. Nein! Was für ein Arschloch! Habt ihr den gesehen? Er weicht die ganze Zeit aus. Gott. Kann es sein, dass man Astral Protection gar nicht wirklich aufladen muss, wie ich zuerst dachte? Dass ich mich da etwas getäuscht habe? Hey! Egal, hat noch gezählt. Hat noch gezählt. Alles gut. Ach, komm schon. Yeah! Oh, mitten in ihn rein. Scheint einmal pro Raum zu sein. Das wohl ein Spirit Checkers. Oh yeah, Spirit Checkers war das. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir haben das ultimative Item, um Jacob zu cheesen. Das erleichtert mein Leben ungemein. Und ich habe einen Damage-Up bekommen, was ebenfalls eine ganz coole Sache ist. Du.
Das war dann doch etwas zu viel auf einmal. Oh mein Gott. Nein! Na, ist okay. Ist okay. Ist das ein Secret Room? Nein! Das wollte ich nicht. Okay, versuchen wir, Yo Listen etwas zu folgen. Boah, die Fee ist so nervig. Lass uns eine zivilisierte Gamer-Konversation haben. Finden Leute Navi wirklich so nervig, weil sie sagt das nicht so oft. Und sie hilft einem, wenn man nicht weiter weiß. Zum Beispiel, hey, wie wär's, wenn du mal zum Todesberg gehen würdest, du Dummkopf? Das ist mal ein Klischee, das deutlich übertrieben wurde. Fire ist sehr viel nerviger. Fire ist super nervig. Beziehungsweise Fire ist super aufdringlich. Ich meine, Navi war vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt mal nervig, aber Spiele wurden aufdringlicher seitdem. Yo, nein! Das war beängstigend. Rote Herzen. Okay, hauen wir ab. Eternal Heart und weg. Während er angekettet ist, kann man an ihm vorbeilaufen. Das ist ziemlich gut zu wissen. Das ist sogar sehr gut zu wissen. Wir bleiben bei schwarzen Lippenstift. Speed down? Yes! Ich liebe es, wenn ich einen Speed down in meinem Tented Jacob Run habe. Stell dir mal vor, er hätte dem Tented Jacob Run kein Speeddown. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich! Lass mich mal in Ruhe. Mein Reflex ist an sich ziemlich nutzlos, aber mal schauen. Könnte hilfreich sein. Danke, Iso! So, ich hätte gerne eine Bombe. Ich hoffe, du bekommst Epic Hack. Ich würde Epic Hack nicht mitnehmen, aber ich vermute, du hoffst auf eine so Situation, wo ich nicht weiß, dass es Epic Hack ist, sondern nehme ich das Item mit und erkenne ich, dass es Epic Hack ist und dann wird das super unangenehm. Ich finde keine Bomben mehr. Shot Speeddown, sag mal. Es gibt auch gute Pillen und Bomben. Das ist auch schon wieder ein klassischer Raum, um irgendwie nicht getroffen zu werden. Aber der Shop könnte ganz nett werden. Oh mein Gott, Broke Modem, yes. Ich hoffe, es betrifft manchmal Jacob. Oh, ich glaube, das will ich mitnehmen.
Eine Bombe für mich. Das ist okay. Ich habe auch gar keine verdient. So. Oh oh. Ich war gerade ein bisschen mehr in die Ecke gedrängt, als ich mir gewünscht hätte. Gib mir doch eine Bombe! Ernsthaft? Ernsthaft? Was soll das denn? Findet man mal Hey Listen? Und man bekommt keine fucking Bombe mehr. Ist schön, dass da ein Secret Room ist. Der bringt mir nur nichts. Habe ich den Pin erwischt? Ich hab... Noch ein Sch... Oh mein Gott. Ich habe jetzt wirklich die ganze fucking Ebene über keine Bombe gefunden. Och! So, Fliegen und Speed-Up ist schon mal ganz nett. Wollen wir es schon wieder versuchen? Oh, da ist ein anderer. Ich glaube, den alten Incubus müssen wir mitnehmen. Der führt keinen Weg dran vorbei. Ich denke, ich werde oben noch in den Cursed Room gehen. Wieso nicht mit der Lost? Fuck, das ist eine Möglichkeit. Oh, nein. Ich habe komplett vergessen, dass das eine Sache ist, die man machen kann. Komplett vergessen. Also ich bekomme wenigstens durch das Eternal Heart noch ein Herz dazu. Gehen wir hier rein. Ich wünschte, ich würde eine Bombe finden. Jetzt kann ich ganzen Secret Rooms sehen und auch Crawl Spaces, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen frustrierend. Bombe kaufen. Hatten die eine im Shop? Oh mein Gott. Oh ja, mit dem Pferd hätte ich aus dem Cursed Room auch rausdashen können, das stimmt. Ich bin gerade nicht gut darin, Dinge zu machen. Und Esau ist da. Schön. Oh, was? Oh Gott. Okay. Ach. Oh, natürlich war es der Champion, der direkt neben mir aufploppt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, Bomben. Wir haben Bomben. Ja, es war fast gut. Bedeutet, der Run ist aktiviert. Wenn ich diesmal noch dran denke, mir im, oh, das ist ein Trinket. Wenn ich jetzt noch dran denke, mir im Devil Deal... Oh, komm schon. Nein. Mir im Devil Deal, hin und wieder... was mitzunehmen, während ich, The Lost bin. Dann sollte dieser Run, ganz gute Karten haben. Okay, das, damit spawne ich rote Herzen, wenn ich Schaden nehme. Das ist ganz okay. Nicht sicher, ob ich es gut nennen würde, aber ist bestimmt okay.
Okay. Guter Greedo-Kampf soweit. Lucky Penny. Sehr schön. Ich könnte eine Goldkiste aus dem einen Secret Room mitnehmen, aber will ich dahin zurück? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einen getroffen. Ist hier was gedroppt? Nein. Okay. Oh shit, the Fallen. Hey! Haben die gerade überhaupt Schaden genommen dadurch gerade? Ach, komm schon. Spirit of the Night. Ja, das ist ein Item, das man nicht mehr häufig sieht. Ich glaube, dein Pferd hat gerade ein Secret Room angezeigt. Hat sie? Dem suche ich nämlich gerade. Oh ja. Das ist ein würziger Secret Room. Shot Speed Up. Ich wünschte, ich hätte ein Soul Heart oder so. Oh Gott, nein. Wir halten uns von dem Suicide King so weit fern wie nur möglich. Ich würde gerne noch die Ebene weiter erkunden. Ich habe nicht das Gefühl, mehr Suicide King oder keine Bälle. Oh, ich weigere mich, den mitzunehmen. Ich weigere mich einfach. Was wollt ihr machen, wenn ich mich einfach weigere? Zwei Schlüssel? Komm schon. Was soll das für eine Ausbeute sein aus dem Tinted Rock? Oh Gott. Okay. Was passiert bei Suicide King? Man stirbt und bekommt dafür, ich glaube, zwei Items und super viele Collectibles und sowas. Suicide King ist ziemlich hilfreich, wenn man irgendeine Wiederbelebung hat. Ich habe aber keine. Ich habe Angst, dass ich ihn einsetze, während ich, dass ich ihn versehentlich irgendwann einsetze. Und deswegen werde ich ihn nicht mitnehmen. Okay. So weit, so gut. Hätte jetzt dagegen gehabt, noch irgendwo ein Titel, Solar zu bekommen, aber das ist okay. Ich schätze, wir werden noch so. Oh. Ich meine. Das ist die Fest eines Bombenverschwendung. Wir machen gar nicht so weiter. Dash nicht vergessen. Ja. Das werde ich absolut jedes Mal vergessen. Du wirst doch jetzt zu The Lost, oder? Ich werde zu The Lost, wenn mich, der eine Typ berührt, aber ansonsten nicht. Au. Das heißt, wenn ich Suicide King einsetze, dann, sollte ich einfach nur sterben. Das würde ich gerne vermeiden. Mir gefällt das hier gerade gar nicht. Oh Gott. Gefällt mir sogar überhaupt nicht hier gerade. Ah, halbes Herz ist gedroppt. Und hey, da war ein guter alter Secret Room. Zu dem werde ich gleich zurückkehren. Macht euch keine Sorgen.
Was ist mit Tainted Jacob, wenn man die restliche Ebene über der Lost ist? Er verfolgt einen weiterhin. Nur stirbt man dann, sobald er einen berührt. Das heißt, das ist ein, nicht der beste Kompromiss. Schwarzes Herz. Suicide King. Warum habe ich ihn mitgenommen? Ein kleines Dankeschön. Wir alle wussten das. Warum habe ich ihn mitgenommen? Ich wusste doch, dass es passieren wird. Ich wusste es doch. Wann bin ich zum Suicide King gewechselt? Kids Hacker, 10 Euro. Vielen lieben Dank. Wann bin ich zum Suicide? Habe ich überhaupt von ihm weggeweckt? Ich bin so verwirrt. Das habe ich heute schon geschafft. Ich habe nichts geschafft heute. Wie lange streame ich schon? Seit fast 2 Stunden? Wir machen noch einen Versuch. Ja, ich habe die Pille aufgenommen und... Oh Gott. So eine Scheiße. Common Cold ist ziemlich gut. Warum habe ich den Suicide King auch mitgenommen? Was dachte ich mir dabei? Was soll denn sonst passieren, außer dass ich ihn versehentlich einsetze? Das ist das Einzige, was dabei rauskommen kann. Alle anderen Möglichkeiten sind eine Erfindung der Eliten, um uns unten zu halten. Au. Kann ich eigentlich eine Bombe haben, oder? Sind Bomben heute nicht drin für uns? Vielleicht habe ich irgendwo einen Sacrifice Room. Hab keinen. Oh, ich kann nicht fliegen. Oh, ich kann nicht fliegen. Oh Gott. Wie ging das daneben? Du gemeiner Kerl. Zählt mir die starken Worte. Und manchmal kann man sich da einfach nicht helfen. Okay. 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 Ich hab's versucht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hab's versucht. Ich habe ein paar ehrliche, unvoreingenommene Tainted Jacob Runs Versuche an den Tag gelegt. Der eine wäre wahrscheinlich gut gewesen, aber der Suicide King war nicht gut.